Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück beim weiteren Part von Towns. Genau. So, wir sind letztes Mal, konnten wir ja nicht viel machen, weil der Bounty Hunter mich so ein bisschen abgelenkt hat vom Spielen und wir da ein bisschen viel gequatscht hatten, anstatt dass mal hier was passiert. Aber diesmal können wir uns wieder ganz darauf konzentrieren, mal alles voranzubringen. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal erwähnt hatte, ich fühle mich wie ein Pharao und ein Pharao bedeutet natürlich, dass man auch... Ah, der Dungeon ist auch komplett geklärt. Dann hat das letzte Mal doch recht gut geklappt noch. Sehe ich gerade, hier hinten ist auch noch Eisen. Dann können wir natürlich hier erstmal direkt eine Erweiterung machen für Eisen. Zip. War das intelligent? Ja, ich kann... Oder egal wie ich es drehe, es können immer nur drei stehen hier. Eins, zwei... Drei wären das auch so. Ja. Dann machen wir es so. Bam, bam, bada, badam. So, dann machen wir auch mal ein bisschen Minenarbeit. Weil das hier kann ich ja auch Minen... Ach ja, ich habe hier 3D-Button an, oder? Und ich habe ja noch die Wände hochgezogen. Das sieht schön plastisch aus dann, aber ich finde, das ist total unpraktisch. Ich hab's lieber so, wenn die Wände runter sind. Ja, hier sammeln die noch alle was ein. Können ja auch mal gucken. Und jetzt hatte ich den 3D-Maus-Button an. Wenn ich von hier oben einen Schacht nach unten buddel, ist das echt schlecht. Oh, hier ist ja auch noch Eisen. Aber was wir machen könnten, wäre den Weg zu erweitern. Oh, ich habe wieder einen Ritter. Sehr schön. Übrigens sehr stark. Wie kann ich denn den Weg verkürzen? Da liegt auch ein Eisenschwert, ein langes. Also wir können auf jeden Fall hier durchminen. Dann können wir von der Seite auch mal durchminen. Da unten stehen die halt, steht die auch eigentlich eher so mehr aus Spaß. Dann können wir so nochmal. Und können wir auch so. Und dann sollten die eigentlich von der Strecke schneller nach da unten hinkommen. Hier können wir auch die Zwischenwand rausnehmen. Hier haben wir auch noch mehr Eisen. Können wir auch wieder ein paar Minen draufsetzen. Was wäre denn gut? Eins. Zwei. Ich glaube, hier gehen auch nur drei drauf maximal. Drei. Was ist das denn für eine Happy-Musik von meiner Playlist? Karawane ist da. Ach, und der kauft auch noch Erde. Zwar nicht viel. Snowpile, okay. Sand. Bambus brauche ich jetzt auch nicht. Glas brauche ich nicht. Ja, Gold kann ich mitnehmen. Kupfer kann ich mitnehmen. Silber, Eisen kann ich ja mit Erde wieder verkaufen. So, dann könnt ihr auch traden. Hauptsache die Brotproduktion läuft noch. Ich glaube, alles andere habe ich ja nicht automatisiert. Ich habe es ja letztes Mal mit den Jobgruppen. Die sammeln hier immer noch den ganzen Kram ein. Aber mir fällt ein, wegen den Minen werde ich jetzt auch mal wieder ein paar Torches brauchen. Das weiß ich gar nicht, wie viel habe ich denn gesetzt gehabt. Hier drei, sechs Minen. Jede Mine braucht zwei Torches.
Also brauchen wir 12 Stück. Was wiederum bedeutet, wir brauchen 24 Holz, die ich aber auch noch habe. Ah, sogar noch mehr Holz brauchen wir. So. Bip, 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 bip. Räumt auf, ich will Platz haben. Aber ich glaube, die Kisten sind schon wieder alle voll. Obwohl ich es bis zur hintersten Ecke schon aufgebaut habe. So, jetzt haben wir ein Gold, zwei Kupfer, 120 Kohle. Silber. Wo ist ein Eisen hin? Da ist Eisen. 16 Eisen haben wir. Das ist schon ordentlich. Erstmal, bis die Minen halt weiter ausgebaut wurden. Naja, da es jetzt ein bisschen dauert hier mit den Geschichten, werde ich mal hier so eine Pyramide in klein bauen. Ich glaube eigentlich hier bei Stonewalls gab es doch was. Genau, die sah so nett aus. Jetzt überlege ich aber gerade, ob ich es nochmal... ob ich da einen Boden aushebe. Ach, wir machen das einfach so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, da ist ja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dann reißen wir den halt ein. Nehmen wir den auch weg, den auch. Den auch, den auch. Den auch. Irgendwie, wenn der niedrig ist, sieht der ganz anders aus als ausgefahren. Limestone. Lime ist ja, wie heißt Zitrone, ne? Müsste das sein. Aber einen richtigen Sandstein gibt's auch nicht. Man muss halt sich mit dem auseinandersetzen. Ach ja, die könnte ich natürlich auch mal eben wegnehmen. Bäume brauche ich nämlich auch nicht hier. Ach ja, bei einer Pyramide muss man übrigens immer ein bisschen rumtricksen. Jetzt sag nicht, ich kann die jetzt teilen. Also hier im Quadrat ziehen. Aber es scheint so. Es wurde wirklich nach x Tausende, glaube ich, von Patches, kann man endlich im Quadrat den ganzen Kram ziehen. Ich bin sehr überrascht. Coole Sache. Sehr gut gemacht, liebe Entwickler. Endlich, endlich. Ich konnte es nicht, ich hätte nie gedacht, dass das nochmal passiert. Bim, bim, bim. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch vernünftig, dass der Stein auch wirklich einen Platz wegnimmt darunter. Nahrungstruppe, Allgemeinarbeiter. Die müssen jetzt gerade mit den Bauern beschäftigt sein. Weil sonst darf das auch keiner. Die Nahrungsmittelleute, die dürfen nämlich nur wirklich Nahrung herstellen. Die machen eigentlich die ganze Zeit nichts anderes. Bam, 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 bam.
teilweise kriegen die das sogar hin, Nahrung herzustellen. Aber wir müssen jetzt mal gucken auch. Okay, da sagt er mir, sorry, Wheat ist alle. Deshalb ernten wir jetzt mal eben alles ab. Steine müsste ich ja eigentlich genug haben für so eine kleine Mini-Pyramide. Ja, 2879, also. Und wir können schon die nächste Reihe aufbauen. Hier kommt Pharao Dr. Proof. Seiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aber irgendwie hat er da nicht keine Steine gesetzt. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Na, komm, baut auf. Dann kann ja. Nein, das ist falsch. Ich will natürlich eine Reihe innen machen. Ich würde ja ein bisschen was erzählen, aber ich habe gerade aktuell gar nichts zu erzählen. Ist ungewöhnlich, ist aber so. Was können wir noch sagen? Ja, alle Leute, die immer dran sind. SimCity, SimCity, was mit der neuen Region? Ich muss sagen, mich anzuschreiben beschleunigt diesen Vorgang nicht, dass ich eine neue Region aufmache. Vor allem war ich jetzt gerade natürlich in der kleinen SP-Region, Singleplayer-Region von mir, ein bisschen auch zeigen will und ja, wie die Städte halt zusammenarbeiten. Und ob ich denn dadurch endlich mal das hinkriege, dass genug, wie soll ich sagen, genug Müll eingesammelt wird. Und so weiter und so weiter. So, wir machen jetzt mal einen Song weiter. Nein, den nicht. Nein. Naja, machen wir hier für Elise, was ich auch auf dem Keyboard spielen kann. Ich hoffe, es wird niemals von mir abverlangt nochmal. Weil Keyboard war nicht das Instrument, was ich wirklich lernen wollte. Also für den Moment irgendwie schon. Aber letztendlich wollte ich eigentlich Gitarre spielen. Und da ich das Keyboard irgendwie ein halbes Jahr gemacht hatte, da hieß es dann, ja, ich will Gitarre spielen, aber Familie hat gesagt, Keyboard war jetzt schweineteuer zu Weihnachten, jetzt kannst du auch nicht auf Gitarre wechseln, dabei ist Gitarre sogar günstiger. Also eine günstige Anfanggitarre ist günstiger gewesen, glaube ich, früher als ein Keyboard. Ich habe ja noch Jahre später wieder mal eine Gitarre gekauft. Aber, worauf wollte ich hinaus? Ja, ich durfte es dann früher nicht mehr. Ich sollte gefälligst Keyboard weiterlernen. Dann habe ich das ein bisschen gemacht, bin irgendwann nicht mehr zu den Stunden gegangen und ich kam auch nicht mit meinem Keyboardlehrer gut klar. Der war mir irgendwie ein bisschen suspekt. Er hat sich auch sehr viel um die Frauen gekümmert bei uns und sehr wenig um die männlichen Spieler. Die Männlichen haben immer nur gehört, hast gar nicht gelernt? Was soll denn das und so weiter? Und die Frauen alle, ja, hast du super gespielt. Ach, kein Problem, dass du eine Note falsch gespielt hast. Das passiert jedem mal. Also er war schon, wo wir bei Gleichberechtigung sind, sehr schwierig. Das scheint wohl auf jeden Fall in den freischaffenden Künsten anders zu sein, als zum Beispiel auf Schulebene, wo gesagt wird, Frauen wird weniger zugemutet von vielen Lehrern. Wo man sagen muss, als Mann kriegt man dieselben Probleme in anderen Bereichen. Da wird man dann belächelt, wie wenn man als Kerl Theater AG geht, so wie ich das auch früher gemacht habe, und keiner das so ernst nimmt, dass man das gern macht. Also, dass man jetzt nicht, weil man keinen Bock hatte, irgendwas zu lernen, sondern man einfach Theater mag. Und halt die Bühne und das Publikum. Na, so krass war es dann auch nicht, aber ich wollte halt dahin, weil hat einfach mehr Spaß gemacht. Und ich komme mich mit den anderen AGs und alles, was bei mir früher an der Schule angeboten ist, kann ich mich auch nicht identifizieren.
So. Na komm. Wo bleibt denn der letzte? Da kommt der letzte Stein. Irgendwie, glaube ich, habe zu wenig Nahrungsmittelhersteller. Obwohl, hier habe ich 137. Ach so, das sind die, die ich anstrebe abzuernten. Alternativ habe ich aber nicht so viele. Also muss ich doch noch mehr in die Nahrungsmittelgruppe packen. Aufräumer, Add to Group Nahrungsgruppe. 17, 16, 15, also machen wir noch zwei rüber. Vor allem die Aufräumer. So, das ist die Pyramide. Juhu! Und jetzt machen wir da nochmal wieder ein Loch rein. Ich glaube, das sollte die Mitte sein. Damit man die halt von vorne nicht sieht, dass da ein Eingang ist. Dann können wir mal anfangen. Immer zwei Stufen. Dann können wir auch mal eben die Straße dahin machen. Das war, ich glaube, der, auch wenn der jetzt ein bisschen anders aussieht, sollte es der richtige sein. Ist der Stein jetzt darunter gefallen? Anscheinend. Muss ich ein Loch in meiner Pyramide haben? Wahrscheinlich muss ich einfach nur. Wooden Road, die ist neu. Holzstraße. Was man so alles entdeckt, wenn man gerade hier so ein bisschen rumklickt. Naja, muss ich halt nochmal aufbauen. Und rein da. Dann kann ich jetzt hier oben Stonewall. Machen wir den wieder zu. Kommt der Stein? Wo ist er? Da ist er. Dann lasse ich jetzt den hier stehen, nämlich den obersten, und baue erst ab zweiter Reihe ab. Dann sollte ich ja auch keine Probleme damit haben, das alles irgendwie loszuwerden. Aber beziehungsweise, dass der obere Stein wieder reinfällt. Aber wer hätte gedacht, dass der nicht da stehen bleibt? Weil alle anderen Steine bleiben ja auch immer stehen. Weiße. So, dann machen wir die weg. Und die Reihe machen wir auch mal weg. Ach, den Song kann ich auch irgendwoher noch. Das war auch irgendein Liebeslied mal. So, die Steine machen wir ja weg, weil das, was ich hiermit anfangen will, ist eh jetzt nicht so bahnbrechend, weil ich werde hier einfach ein Lager draus machen. Bam bam bada 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 bam bam. Ach, mit 9 wäre der Hotkey zum Entfernen. Soweit hatte ich wahrscheinlich gar nicht geklickert. Du du di 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 di
Anscheinend kann ich jetzt auch wieder genug herstellen. Aber hier ist auch doof. Warum kriege ich nicht mehr als 6 Helden? Ich habe da auch mehr als 6 Räume. Und hier habe ich auch bei den Menschen, dürfte ich auch noch, bei den normalen Arbeitern, dürfte ich auch noch einiges an Personal Rooms frei haben. Trotzdem füllen die sich nicht auf. Genau, Kill Roster. Und darüber hinaus machen wir jetzt daraus eine Lagerpyramide. Während ich da aber dran bin, können die hier schon mal Holz abholzen, weil ich sonst keine Kohle hab. Keine Kohle, kein Holz hab. Ich muss ja gar nicht zweimal drücken. Warum mache ich das denn immer? Bam, 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 bam. Hier ist auch der Schattenwurf falsch. Da, ba, 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 ba. Entfernen wir es mal eben, weil sonst finde ich gleich die Stelle nicht. Ich weiß gar nicht, ob eine Pyramide das Haus gilt. Aber ist doch egal, ist ja eh nur Lager. So. Das dazu. Wir haben unsere kleine Pyramide gebaut und damit würde ich sagen, ist der Part erstmal vorbei wieder. Weil wir sind am Ende der Zeit. Und ich will auch irgendwann noch schlafen heute. Also Leute, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Towns. Und dann gucken wir mal, was wir dann bauen. Ich will mich ein bisschen kreativ jetzt ausleben. Tschüllelö. Ich glaube, das mache ich jetzt immer. Tschüllelö.